Freunde, Sonnabends Video. Frau hatte ich ja angekündigt. Wir machen den Grünspargel. Ist zwar etwas zeitig, aber dafür, wer Interesse hat, kann man hören, kann es dann nachmachen. Los geht es, gehen wir nach der Meise. So, Gartenfreunde, Grünspargel. Eigentlich ist er Aussaat, wie laut Plan hier drauf steht. Ende Februar, Anfang März. Bevor wir anfangen, erstmal eine kurze Einleitung. Es gibt ja drei Varianten, wie man den Spargel anbaut. Einmal kann man sich die Pflanzen kaufen, die gab es in der Ukraine, gab bloß Saatgut. Also habe ich mir Saatgut besorgt. Da gibt es auch zwei Varianten, habe ich alle zwei ausprobiert. Einmal das Vorziehen, natürlich Näpfen, oder dann Direktsaat. Bei der Direktsaat kann ich aber nicht sagen, ob es, was soll ich denn sagen, es hat funktioniert, der Aussaat, das erste Jahr. Das war 2020, glaube ich, habe ich dann ausgesät. Ja, war auch schön, so 40 cm hochgekommen. Aber da kam der Winter und 2021 konnte ich halt nicht mehr gucken gehen. Da haben sie ja die Bomben geschmissen. Habt ihr noch stehen? Oder nicht stehen? Müsste man nächstes Mal die ukrainische Armee hinschicken mit der Drohne, mal filmen, ob da was dasteht. Aber ich würde sagen, es müsste auch funktionieren. Wenn die Ukraine funktioniert, funktioniert es in Deutschland gar nicht. Die Ukraine ist ja kälter. Gut. Wir haben jetzt Anfang mit der Aussaat. Und zwar soll man die erstmal einen Tag vorneweg ins Wasser einweichen. Das habe ich gemacht. Dann steht drauf, muss man natürlich nicht machen. Soll man zwei Körnchen reinmachen? Ich mache drei rein. Warum? Frage ich euch gleich. Weil hier steht, auf dem Saatgut die Portion bringt gute 10 Kulturen. Da sind aber bestimmt 30, 40 Körnchen drin. Also geht garantiert nicht jedes auf. Ich werde machen erstmal 10 Stück in diese ziemlich hohen Bottiche rein. Kann bloß Zähne machen, weil keine Buttermilch. Und das Buttermilch trinken, dann mache ich nochmal ein Paket. Nochmal 10 Stück. Und das reicht dann zu. Die mache ich später.
So, gut. Wie machen wir das? Ich werde mal das Wasser weggießen. Dann tun wir einpflanzen oder einsehen. Gut, wie ihr seht, habe ich ja hier die Näpfchen. Wie ich schon gesagt, mache ich überall. Du machst mal drei Stück. Jedes Ding reinmachen. Guck ich mal, ob ich noch was. Immer noch welche übrig sind. So, ne? Drei. Drei. Ja, ich werde erstmal die bestecken. So, ich habe jetzt in jeden Napf 3 reingemacht. Also sind das 30 Körnchen. Da sind dann immer noch welche übrig. Na, mal sehen. Aber ich habe ja keine Näpfe mehr, aber flache Näpfe ist auch scheiße. Gut, so. Na, muss ich mal was überlegen. Jetzt tun wir die leicht mit Erde bedecken. Man sagt so Samenstärke. Und auch nicht ganz voll machen. Da kann man dann immer noch, die sind ja ziemlich dünn, kann man dann immer noch ein bisschen auffüllen, die sind so wackeln. Was ist drinne? So, die anderen mache ich mal schnell alleine. Jetzt sind wir, ups, verkehrt rum. Jetzt sind wir hier noch besprühen. Das sollte man schon, wenn er besprüht, jeden Tag machen. Soll immer feucht bleiben, die Näpfe. Und bei dieser Variante habe ich geerntet. Das habe ich ungefähr 5-6 Jahre zurück, habe ich das auch gemacht, genauso. Da kommt dann noch ein extra Video, wie man das damit eingraben. Da habe ich geerntet, nach 3 Jahren. Ich kann mich noch mal schnell hinsetzen. Und zwar, bei dieser Variante, die habe ich dann verpflanzt. Ich habe allerdings, ich habe jetzt ja 3 Korn reingemacht. Wenn alle 3 kommen sollten, könnt ihr 1 rausreißen. Laut Packung steht drauf, nur einlassen. Ich habe 2 immer drin gelassen. Das funktioniert besser. Weil es kann ja sein, dass nochmal einer eingeht. Und, na ja, das zeige ich ja beim nächsten Video. Wie man die eingraben tut. Man kann die tief eingraben oder flach eingraben. Das ist eigentlich dieser grüne Spargel. Die werden nicht angehäuft mit der weißen Spargel. Das ist Gelbner Erde und gut.
Dazu dann mehr im zweiten Video. So, weil das Video etwas kurz ist, werden wir noch was aussehen. So, und Fenster stellen, so Zimmertemperatur reicht zu. Weil es etwas kurz ist, habe ich hier noch was vorbereitet, was man jetzt auch schon machen kann. Das muss ich ja wieder neu machen. Das ist ja dann sozusagen im Sommer weg. Also Petersilie braucht man immer. Hier zwei kleine Töpfe. Und dann werden wir hier 30 Streber streuen. Kann ich noch einen dritten Topf machen? So bin ich hier drin. Mache ich auch dann noch. Oh, für einen Topf reicht es noch. Den mache ich dann noch. Hier tun wir auch leicht Erde drüber. Da kam ja auch ein Kommentar bei den Pistales. Sind Lichtkeimer, soll man nicht drüber streuen Erde. Hatte ich ja drauf drüber gestreut, ist aber kein Fehler. Sind schon gekeimt. Die Paprikas allerdings nicht und die Auberginen auch noch nicht. Da zeigt sich noch nichts. Nur bei den Physalis, da guckt etwas grünes Reis. Lohnt sich aber nicht zu zeigen, noch zu klein. Zeigen wir vielleicht nächste Woche dann. Vielleicht ist bis dahin auch die Paprikas, die Auberginen aufgegangen. Wenn was kommt, das weiß man ja nie bei den Saatgut. Ja. Auch Petersilie immer schön vollsteigen. Anderen Töpfe mache ich dann alleine. Die drei Töpfe, die reichen mir dann. So, kommen Freunde. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Und eine lange Zeit das Video. Guti, nächste Woche, Sonnabend, haben wir vielleicht ein paar Blümchen und am Mittwoch kommt noch, also, ja, jetzt kommt das, Mittwoch habe ich ein fertiges Video, kommt ein Festtagsbraten, mehr wird dann nicht verraten, ist schon fertig, ist schon im Computer. Gut, das war's für heute. Bravo Ukraine. Das war's.